Hallo, dies ist wieder Xy und Squared mit Mega Maker. Wieder mit unbekannten Leveln und hab mir schon überlegt, da ich euch ja jetzt meine 2 Tage ohne Folgen gelassen habe, können wir heute wieder eine etwas längere Folge machen und spielen wir doch mal zur Abwechslung was ein paar mehr positive Wertungen hat. Vielleicht können wir uns da ja anschließen. Nee, eigentlich bin ich nur in der Liste ein bisschen weiter hinten gegangen, damit wir auch entsprechend was vor uns haben für den Fall der Fälle, dass uns... Oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal wieder einspielen. Ich muss dazu sagen, ich hatte gestern das Mega Man X Rennen gegen Stevel und hab dementsprechend jetzt so ein bisschen die Mega Man X Steuerung drinnen. Ja. Auf jeden Fall einen alternativen Weg. Ja. Ich find's jetzt. Okay, das ist wieder so ein Level, das uns ein volles Arsenal gibt. Das bereitet mir Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Das war gut. Die 2 Projektile haben sich da gerade aber auch ganz wunderbar ergänzt, muss ich sagen. Ja. Bisher sehr solide. Das einzige halt mal wieder die Waffenmeister-Gegner. Die sehe ich ja nicht so gern, aber naja. Na ja, gut, das hier ist optisch ein bisschen unschön. Das war machbar. Der Herr oder die Dame mag knappe Sprünge. Okay. Alles in Ordnung. Ich frage mich dennoch, was die Geheimwege alle sind. Wir werden das Level auf jeden Fall nochmal spielen. Diese ganzen Geheimwege. Ja gut, gegen die konnte man soweit ganz gut ankommen. Keine Kritik an der Stelle. Okay. Das hatten wir so ähnlich schon mal. Aber gut, das hat tatsächlich so ein bisschen was vom klassischen Mega Man. Da wurden ja gelegentlich auch mal Räumlichkeiten teilweise nochmal verwendet. Oder, ne, wobei, war eher im ersten so, ne? Ja, das wären Geschenke, wobei ich nicht so ganz weiß. Okay, Skull Barrier. Hallo, Nightman. Ja, du, unvorteilhafte Position für dich, mein Freund. Ja, jetzt auch nochmal zu. Brav. Ja, würde sagen, den kann man ganz gut runterfeuern, so. Ach ja, und wieder von der Attacke getroffen worden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber Nightman ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Robot-Master.
Gut, das war's mit dem Boss, aber wie gesagt, wir werden uns die paar Geheimwege noch anschauen. Dann jetzt aber mit Waffennutzung, damit wir hier an bestimmten Stellen auch ein bisschen flotter durchkommen. Aber ja, wie gesagt, sehr solide, hat mir gut gefallen. Lediglich die beiden Waffenmeister verstehe ich nicht so ganz, was die da sollten. Aber ich nehme an, wir haben. Natürlich haben wir Crash Bomber. Crash Bomber, das Argument gegen große Gegner. Ist das hier eigentlich ein Abgrund? Okay. Wollt's nur wissen. Hätte ja sein können, dass es was anderes ist. Es ist nach wie vor jetzt nicht unbedingt. Ah, die können das also auch. Ich verstehe. Ja, dass Gegner, die solche Projektile werfen, Crashbomben einfach wegschleudern können, das habe ich schon bemerkt. Ist auch, wie ich finde, eine ziemlich schöne Mechanik. So, was haben wir denn hier? Was macht denn der Feuergang? Oh. Ja, okay. Ein Leben. Ich hoffe mal, dass die Leute nicht damit anfangen, Leben so zu verstecken, als wären es tatsächlich Leben. Das im Mega Maker in meinen Augen ziemlich stupide ist. Da braucht man nicht denselben Murks anfangen wie beim Super Mario Maker, dass dann da überall Leben versteckt werden. Gut, damals konnte man wenigstens noch sagen, ja, in der Herausforderung bringt es einem da wenigstens Leben wieder. Wobei da ja auch ein Riegel vorgeschoben wurde, sodass mehr als drei gar nicht möglich waren. Sehr schön. Haben wir ganz fein den Schaden mitgenommen. So. Hopp, 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 hopp. Keinen Bock, wie gesagt. So, hier muss ich dann gleich unten wieder aufpassen, denn da waren Stacheln. Wir erinnern uns. Aber nee, bisher sehe ich da eigentlich keinen Grund, nicht auch eine positive Wertung zu vergeben. Ein schönes Level, hat sich schön gespielt. Stilistisch hat man hier auch drauf geachtet, dass es zum Großteil gut aussieht, sagen wir so. Und sowas hier mit der Kanone ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, aber es gibt Schlimmeres. Ja, okay. Das war wirklich einfach nur für Zusatzkrams. Okay. Nee, wie gesagt, da vergebe ich auch eine positive Bewertung. Schließe ich mich an. War ein schönes Level. Search Snake Solid. All these Fachin. Fatsching. G2 Transformers. Nee. Ja, komm, Search Snake Solid klingt halt danach, als wäre das ein Level mit Search Snake als Hauptwaffe. Wenn's eh eine längere Folge werden soll, dann ja. Ja, okay. Ah, ja, hab schon verstanden, wie ich den machen hätte sollen. Der Anfang des Levels war ein bisschen mau, aber wird ja langsam. Nutzt auf jeden Fall die Eigenarten von Search Snake gut aus, wie ich finde. Bin ja froh, mal ein Level zu sehen, welches die Eigenarten einer Waffe wirklich mal ausnutzt. Nee, da muss ich gleich weiter. Ah, diese Stacheln bereiten mir Sorgen, wobei ich mich frage, kann ich die wirklich überhaupt erreichen?
Ich möchte es eigentlich nicht austesten, wenn ich ehrlich bin. Ha, Xi. Du weißt, du kannst es besser. Doch, wenn der Gegner so einen Blödsinn macht, dann... So. Machen wir es halt einfach richtig. Wie wär's denn damit? Aha. Immer schön die Stacheln drüber. Wo auch immer die Schlangen jetzt verschwunden sind, aber ne? Das finde ich jetzt an der Stelle ein bisschen fragwürdig. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Man soll sich halt dann quasi zum Ausweichen immer wieder drunter durchlassen. Aber das ist ein bisschen arg wenig Platz hier. Das ist ein bisschen sehr wenig Platz. Oder verstehe ich da gerade irgendwas nicht? Ich möchte mich an der Stelle auch mal entschuldigen für meine etwas belegte Stimme. Es ist schon besser geworden. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir jetzt an der Stelle nicht so wirklich gefallen. Ja, mit den Plattformen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Den Plattformen müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und das soll jetzt der Raum. Ich weiß ja nicht, ob die ganze Sache hier irgendwie von der Raumaufbaute her eine Referenz auf Metal Gear Solid sein soll, aber... Nee, also diese untere Stelle gefällt mir überhaupt nicht da. Und der Raum von eben... Wusste ich auch nicht so ganz, was man da von mir will. Da hat es mit den Plattformen... Du hast da so wenig Platz, du kannst dich so schlecht nach vorne bewegen. Und sollst dann noch einen Gegner erledigen. Nee, das ist nicht meins. Ganz und gar nicht. Der Raum hier ist wieder in Ordnung soweit, aber... Was lasse ich mir noch so weit eingehen hier? Aber der Raum hier, der ist halt auch... Frage ich mich halt, was soll das? Was soll das an der Stelle? Was will man, was erwartet man da vom Spieler? Erst unten die zwei Shadowman-Plattformen, dann die Kanone, die da die ganze Zeit ballern und schwer zu erreichen sind. Gut, der Werfer von oben tut einem nicht viel, aber die beiden Kanonen da unten... So gut ist Search Snake halt jetzt auch nicht, dass man damit alles erledigen kann. Wie gesagt, diese Passage da unten, die gefällt mir überhaupt nicht.
Keine Ahnung, was die Idee dahinter ist. Da! Das Problem sind die Trefferkisten dieser Plattformen. Du kannst halt schon die nächste aktivieren, obwohl du noch auf der anderen stehst. Also, tut mir leid, aber für das Teil hier unten kann ich mich den positiven Bewertungen nicht anschließen. Für die Passage, die wir da hatten, kann ich mich den positiven Bewertungen nicht rein gewissens anschließen. Genauso der Raum, der hier nachfolgt. Frage ich mich genauso. Warum man sowas einbauen muss. Das nutzt an der Stelle halt auch nicht die Fähigkeit der Waffe irgendwie optimal. Man läuft halt viel zu sehr Gefahr, da einfach zerquetscht zu werden. Boah, jetzt bin ich durch. Bin auch beim Boss, aber soll das irgendwas darstellen da unten? Keine Ahnung. Nee, also ganz ehrlich. Auch der Boss hier, ja, okay. Nee, den Boss lasse ich mir noch so eingehen. Der Boss wirkt sinnvoll, aber diese anderen beiden Räume, nee, dafür gibt es keine positive Wertung von mir. Ich werde mal nicht negativ werden, weil sicherlich mit der nötigen Technik irgendwie trotzdem machbar ist. Also ich will jetzt mal nicht vorhalten, dass hier bewusstes Schadenfressen in der Levelplanung mit drin war. Das wäre ein Vorwurf, der absolut nicht in Ordnung wäre. Aber ja, wegen dieser beiden Räume, es hat mir halt insgesamt einfach nicht gefallen. Es hat mir halt wegen dieser beiden Räume nicht so gefallen, wie es zuerst gewirkt hat. Wie gesagt, der Bosskampf ist in Ordnung. Der Bosskampf hat die Mechanik durchaus sinnvoll eingesetzt, aber es hat mich halt jetzt nicht rundum überzeugt. Von daher, negative Wertung hat es keinesfalls verdient, aber für eine positive war das jetzt irgendwie am Ende zu frustrierend. Aha. Journey to Toad Marine. Aha. Müssen wir uns jetzt vorkämpfen zu einem U-Boot? Da bin ich ja mal gespannt, wie das U-Boot gestaltet wurde. Das ist aber eine interessante Thematik, so gesehen. Warum nicht? Ja, okay, dann lassen wir uns halt ein bisschen Zeit. Aua. Wäre auch zu schön gewesen ohne Schaden bei diesen Gegnern.
Wollte gerade schon sagen, wenn du mir jetzt noch ein paar von den Gegnern hinstellst, wird es ein bisschen komisch. Naja. Das ist gut gemeint, aber dadurch, dass das Wasser halt da nicht hin kann, wirkt es ein bisschen komisch, wenn man dann da aus dem Wasser rausgeht. Das war ein sinnvoller Einsatz dieser Wände. Hätte ich auch mal drüber nachdenken können. Ja, wobei. Nee, passt schon. So, wenn ich jetzt wieder sagen könnte, wessen Musik das ist. Ich hätte gesagt Mega Man 5. Oder? Nee, das ist Mega Man 6, glaube ich. Nee, das ist Mega Man 6. Ja, und das sind die neuen Gegner. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich sie mal antreffe. Ganz, ganz toll. Diese Froschgegner, das Bubblemans Level. Gehst du von meiner Plattform runter? Mhm. Ja. Schöne Passage. Nicht zu einfach, nicht zu schwer. Einfach machbar. Okay. Zu spät reagiert. Aber wenigstens gab es einen Zwischenpunkt. Dann machen wir halt das Ganze nochmal. Was das jetzt für ein Dialekt war, ich habe keine Ahnung. Und genau davor hatte ich Angst, dass ich diese Plattform wieder nach unten rausschiebe. Theoretisch könnte man an der Stelle ja auch wesentlich mutiger sein, aber ich bin halt nun mal feige. Also an der Stelle auch keine Todesfalle, weil da kann man davon ausgehen, dass es ein Abgrund ist. Irgendwie muss man das an der Stelle lösen. Und ich merke, dass zwischendurch mein Mega Maker ein bisschen hängt. Die Frage, liegt das am Mega Maker oder liegt das an irgendwas, was mein Laptop macht? Ach ja, und sie halten immer noch viel zu viel aus, diese Frösche. So, diesmal dran denken, an der Wand bleiben und dann haben wir das auch. Aha, Moment. Wow, dass ich das wirklich fast übersehen hätte. Ja, okay, sehe ich bloß für den Energietank, aber wir haben es gezeigt, wir haben es gefunden. Aua. Aha. Ich hatte schon befürchtet, dass das passieren würde. Uff, ich schätze mal, wir sind mal wieder kurz vor dem Mittelpunkt krepiert, ausgehend davon, wie lang das Level bis zu dem Punkt ging. Zumindest würde ich das vermuten, auch ausgehend davon, was an der einen Stelle von uns erwartet wird. So.
wieder an die Wand kuscheln. Frosch erledigen. Und dann geht's weiter. Keine Ahnung, ob ein der Telly an der Stelle darauf vorbereiten soll. So, jetzt hast du es hier mit folgender Mechanik zu tun. Oi, oi, oi. Puh. So. Aha. Na, solange ich mich damit jetzt nicht gleich wieder durch eine Einerlücke durchbuxieren darf, ist alles gut. Upp. Ich glaube, jetzt sind wir quasi im U-Boot. Das U-Boot, das aus irgendeinem Grund aus Schlangen aufgebaut ist. Buff! Ne, Waffen haben wir keine. Uff, das war jetzt ein ziemlich mutiger Einsatz dieser Kanonen. Uah. Der Frosch ist gemein an der Stelle. Und hoppa. Auf jeden Fall ein Level mit einer ordentlichen Länge, aber das konnte man sich auch bei der Ladezeit schon denken. So, der ist vernünftig platziert, weil der einen nicht treffen kann. Bin ich nur gespannt. Wie soll man diese Situation anständig meistern? Nette Passage, ganz, ganz freundlich. Eieieiei. Ja, ja, das ist halt wieder das mit diesen Wasserblöcken, ne? Ja, ja. Lass doch die Gegner mal angreifen, Mensch. Spieler, du kannst doch nicht immer alle Gegner sofort töten. Dann können die ja gar nichts machen. Das ist doch ungerecht. Hallo, Telly, Smiley? Hm. Ja, wenn sie schon da sind. Ach Mensch. Ja, so kann man Toadman halt natürlich auch. Hm. Wow. Das ist der Toadman ist tatsächlich interessant. Wow. Der Toadman-Kampf war interessant. Stimmt eigentlich. Das ist eigentlich die einfachste Sache der Welt. Stell dem Gegner, dem Spieler halt einfach irgendwas hin, was ihn zum Ballern zwingt. Nee, das war toll. Schön. Richtig schön. Time is on your side. Ist sie das? Ja, guck mal. Ja, ich weiß, dass ich gerade einige Level mit positiven Bewertungen spiele, aber wir hatten ja jetzt auch schon eins, wo die positiven Bewertungen nach meiner Definition nicht gerechtfertigt waren. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen. Oh. Aha. Ja, ein Timestopper-Level. Großes Problem natürlich, während die Zeit angehalten wird, ist jeder Gegner angreifbar. Aber das kann man auch beenden, ohne Probleme. Mhm. Höp, höp, höp. Ja, ja, die Spielereien mit der Mechanik, die kennen wir ja schon aus einem früheren Level. Ich
Hopp. Machen wir erstmal dich platt. Ich wollte gerade sagen, das könnte jetzt eventuell ungünstig werden, aber passt schon. Hab gerade überlegt, aber das hat schon gepasst. Ui, ja. Ja. Ist mir alles nicht unbekannt. Ja, und jetzt? So. Ja, ist aber ein schönes Level. Ist halt wieder so ein Level, das sich mit den kleinen Mechaniken spielt. Und das war schön verbockt. Aber egal. So, hopp. Hopp. Zack. Ja, da sind wir ein bisschen knapp. Okay, sie wäre eh bloß für ein Leben. Die hat man in diesem Level nicht nötig. Ja. Okay, da muss man sich genau umgekehrt damit spielen. Hätte ich vorher drüber nachdenken sollen, aber man weiß bei den Plattformen halt nicht immer, wo sie sich hinbewegen werden. Allerdings hätte ich mit in der Situation durchaus damit rechnen können. Das war ein bisschen riskant. Aber haben sie ja trotzdem hingekriegt. Auch interessant. Brauche ich meine Plattform weiter unten? So, das war besser angehalten. Ah ja, weil ich schon beim Runterfallen war. Okay. Bin auf jeden Fall auf den Boss gespannt, der hier gebaut wurde. Das dachte ich mir fast, dass ich da falschen Moment drauf gestiegen bin.
Scheiße. Jupp. Nicht runterfallen lassen, dann klappt das auch. So, was will man jetzt von mir? Ich will auf jeden Fall da hoch. Die wird da rüber gehen. Brauche ich dann da? Okay. Das war der Pixel zu viel. Sondern zu wenig eher. Habe ich im falschen Moment gedrückt. Zu früh nämlich, da hatte ich meine Kontrolle noch nicht wieder. So. Ich soll... Hä? Was soll denn der Teleporter an der Stelle? Ein Rücksetzteleporter oder was, wenn ich es später verbocken sollte? Sehr human. Hat er auch noch einen Teleporter hingesetzt, damit man nur zurückgehen kann? Das kriegt auf jeden Fall eine positive Bewertung. Großartig. Aha. Mal überlegen. Und in dem Fall lasse ich es auch noch durchgehen, dass der Gegner in den Abgrund fallen muss, weil es in dem Fall ein Rätselgegner ist und der nicht einfach so runterfällt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und tschüss. Ne, wie gesagt, das war ordentlich und ja, bezüglich Flashstopper. Es gibt bei Bossen halt einfach Grenzen, was man da machen kann. Sind wir mal ganz ehrlich, da gibt's einfach Grenzen. Von daher, ja, ich schließe mich an. Sehr, sehr schön. So, jetzt spielen wir zu aus. Zu, jemand, der solche Begriffe nutzt, den. Da brauchen wir gar nicht die Level spielen. Mountain Base Raid. Aha. Von Spiff. Okay. Oh, das ist wieder ein langes Level oder einfach ein Level, das wieder riesige Räume verbaut, die eigentlich komplett unnötig sind. Jetzt haben wir so viele positive Level gespielt. Jetzt machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal wieder Negatives. Ja, da meinst du jemand, du bist sehr gut mit den Gegnern. Andere. Okay. Wir haben Waffen. Könnte wieder jemand sein, der seine Level-ID damit rechtfertigt. Ich habe das Gefühl, da oben, das wäre ein Geheimgang gewesen. Nee, anscheinend nicht. Wie gesagt, er meint zwischendurch ein bisschen sehr gut mit der Anzahl seiner
eingesetzten Gegner, aber... Aha, hier haben wir einen Mittelpunkt und die Wege trennen sich. Interessanterweise habe ich auch gerade diesen Strich im Hintergrund für eine Wand gehalten. Was absolut keinen Sinn ergibt, aber naja, ne? Sind an so einer Stelle in Ordnung. Tja, auf jeden Fall müssen wir den anderen Weg neu überprüfen. Für keinen Weg dran vorbei. Der Waffenmeister, aber es ist wenigstens nur einer und wir sind wenigstens in einer ordentlichen Position, um den bekämpfen zu können. So. Du, nettes Kanönchen. Irk. Verschwindest. Das finde ich an der Stelle zum Beispiel auch ganz gut, dass uns da die... dass wir da die Möglichkeit haben, diese Kanone anständig zu bekämpfen. Tja, das mit den Röhren habe ich ja schon ziemlich mal angesprochen. So als einzelne Plattformen, ja. Da oben an der Decke, ja. Abschließend für diese anderen Plattformen, nee. Aber es geht ja nicht an, das ist das Problem. Will man komplette Strukturen mit diesen Röhren bauen, dann endet das immer in diesen hässlichen Röhren am Ende der lila Blöcke. Das sollte man noch ändern, dass es irgendwie abschließt oder sowas. Auf jeden Fall, dass es nicht damit... Die Stelle ist ein bisschen fies. Bisher sehe ich aber noch nichts, was die negativen Wertungen rechtfertigt. Das hier ist auf jeden Fall machbar. Ja, wie gesagt, die Stelle ist halt ein bisschen fragwürdig, aber gut, ich schätze mal, hier ist ein Waffeneinsatz gefragt. Ja gut, wenn hier die Waffenenergie liegt, dann ist das eh so gedacht. Und wir haben ja extra Elegmans Waffe dabei, von daher. Ich mache solche Sachen ja ganz gerne ohne Waffeneinsatz, aber die Situation ist halt... Ja, ist halt die Frage, kommt nochmal zum Einsatz, das ist halt, ne. Das ist halt im Prinzip genau der Waffeneinsatz, den ich immer nicht so gerne sehe, weil er halt einfach so extrem partiell ist. Du nutzt halt dann einmal im Level deine Waffe, denkst dir, ja, okay, Gegner ist weg, tada. Und dann war's das halt. Rush Coil ist hier auch entsprechend eine Hilfe. Ja, aber es liegt Waffenenergie da, die einem im Endeffekt deutlich macht, ja, deine Waffen werden demnächst nützlich werden. Das hier hingegen ist gerade... Ja, machbar, aber konzeptionell durchaus fragwürdig. Hallo Big Eye. Hier oben hast du eigentlich nichts verloren. Aha. Big Eye Hölle. Okay.
Ja, und Kanonen, die halt entsprechend beschützt werden. Und ein 4-Block-Sprung. Mhm. Aber wir haben ja Rush-Call. Den kann man auch notfalls machen ohne. Entsprechend vorsorgen zu müssen. Eben. Eben dieses meinte ich. Okay, hier wird wieder Waffeneinsatz angeblich gefragt. Bin gespannt, wann. Ja. Ja, ich verstehe schon. Hier wäre Eleckmanns Waffe auch wieder nützlich. Nützlich, aber eben nicht unbedingt nur. Ich habe das Gefühl, da war wirklich ein Geheimgang. Angekündigter Stachelfall. Angekündigt ist ja in Ordnung. Ja, und dann zum Schluss nochmal so ein. Der war gemein. Langsam werden. Ja, da ist er eh. Schön. Wow, als hätte er mich gehört. Uiuiui. Okay. Da hat sich offenbar ein Boss sehr schutzbedürftig gefühlt. Was war denn das jetzt? Habt ihr das gesehen? Hat sich Mega Man gerade irgendwie so nach oben geruckelt, kurz. War ganz seltsam. Ja, machen wir zum Schluss noch eine kleine Stachelpassage. Ist nur die Frage, müssen wir diese eine Lücke da wahrnehmen oder können wir die überspringen? Wenn wir sie überspringen, können wir nichts gesagt haben. Ansonsten, ne. Ansonsten eher. Wird schwierig mit mir springen. Ich glaube fast, es geht nicht. Andererseits haben wir ja hier. Ja. Ich meine, wir haben hier ja in guter Nähe einen Zwischenpunkt. Von daher. So viel müssen wir ja nicht machen bis zu einer Lücke. Ich weiß nicht, ich denke mir da halt immer, ja, Jump-and-Run-Passagen zwischen bei Stacheln gut und schön. Aber eine Lücken sind halt immer so eine Sache, da denke ich mir. Da lenke ich. Das hat halt nichts damit zu tun, ob ich jetzt beim Sprung richtig gelenkt habe. Also das heißt, ja doch. Wie soll ich das beschreiben? So versuche ich bei Sprüngen halt. Richtige Sprunghöhe und dann die richtige Bewegung, um durchzukommen. Aha, wie sollte ich denn da durchkommen? Okay, nö, du. Wow, darauf war ich nicht vorbereitet. Trotzdem. Immer noch nichts, was eine negative Wertung rechtfertigt. Einer Lücke hin oder her. Ich sehe hier kein Problem. Na, ja, jetzt hat's wieder geruckelt. So. Sind wir hier nochmal?
durch. Ja, tja, die einen hüpfen halt aus dem Bildschirm raus. Ah, okay, ist machbar, kein Problem, alles gut. Hahaha. Hätte mich kurz vom Boss jetzt nochmal jagen wollen. So, hallo Plantman. Also wenn ich es gerade richtig gesehen habe, gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung, oder? Ja, wenn jetzt diese Kanonen nicht wären... Wenn die Kanonen nicht wären, würde ich mir das ja eingehen lassen. Ich nehme mal an, auch hier hat sich der Wertehersteller überlegt. Ich fürchte, die Boss-Idee funktioniert nicht so ganz. Ich sehe die Waffenenergie. Und seine Schwäche ist höchstwahrscheinlich... Elegments Waffe. Ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt in der Dauerschleife drin. Okay, ja, also auch hat auch dieser Kampf eine Taktik, wie man ihn sich einfach machen kann. Ist wahrscheinlich vor dem Erstellen wieder mal nicht so gedacht gewesen, aber nee, wie gesagt, also auch wenn da jetzt die eine Stelle da war, die zugegebenermaßen fragwürdig war mit den... Wir hatten ja diese eine Stacheltreppe, die war ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Und tschüss. So, ich bleibe einfach hier. Schön in Sicherheit. Nee. Ich weiß nicht, was die Leute für ein Problem mit dem Level hatten. Klar, der Boss war jetzt ein bisschen ungeschickt. Gut, weiß jetzt aber auch nicht, will ich eine positive Bewertung vergeben? Müssen eh nochmal rein wegen der einen Zusatzpassage. Aber... So gesehen. Gut, mit den Gegnern da zwischendurch vielleicht ein bisschen gut gemeint. Aha, Moment mal, da geht's ja noch rüber. Oder? Ja, Mensch. Ja, er zeigt einem da aber wenigstens an. Hey, guck mal, hier wirst du getötet und nicht einfach so mitten im Raum. Auch übrigens, tada, verschwindende Blöcke, du bist tot. Ja, wie gesagt, mit den Gegnern meint es zwischendurch so sehr gut, aber man kann ja Elegments Waffe verwenden. Damit kommt man hier schon durch. Es ist halt mit der, wenn man die Waffe nicht verwendet, dann wird's halt etwas chaotisch. Und zugegebenermaßen kann man sich an der Stelle so ein bisschen die Frage stellen, was der Entwickler mit den Gegnern zwischendurch vorhatte. So.
Hier, kein Geheimgang, keine Leiter, nichts dergleichen. Na gut. Wäre aber ein klasse Versteck für Optionales gewesen. Das wirkt auch irgendwie ominös. So. Jetzt schauen wir noch, was wir da drüben haben. Jede Menge Röhren und ein M-Tank kurz vor einem Stachel. Okay. Okay. Ja. In Ordnung. So gesehen, man wird mit Waffenenergie versorgt. Und ich sag mal, wenn man jetzt beim Boss Waffen einsetzt, dann hat man ja die Möglichkeit, da oben die Waffen zu zerlegen. Das heißt, der Boss ist auch nicht schlecht. Ich sollte den Boss nicht nur danach bewerten, wie er sich bekämpft, wenn man keine Waffen nutzt, sondern auch mal überlegen, wenn man Waffen nutzt, dann kann man diese beiden oberen Kanonen zerlegen. Das Einzige, er ist halt ein bisschen sehr schwer kontrollierbar, weil er gar so herumhüpft. Man nicht immer weiß, wann er schießen wird, aber man kann ihn in so eine Situation bringen, wo er halt dann ewig lange im Prinzip die ganze Zeit angreifbar ist und nichts gegen einen machen kann. Von daher passt schon. Ich musste eigentlich schon eine positive Bewertung vergeben, um mich ausnahmsweise da mal tatsächlich gegen die negativen Wertungen zu stellen. Denn so schlecht war das Level nicht. Definitiv nicht. So. Was haben wir hier? Chernos Passmark. Ja komm, benutzen wir mal die neue Waffe der neuen Version, auch wenn das wieder ein langes Level wird. Ich hätte jetzt eigentlich eher gern ein kurzes gehabt für den Abschluss, aber okay. Schauen wir uns mal Chernos Waffe an. Weiß nicht, wahrscheinlich aus Mega Mario oder so. Oh. Okay, ja, wir haben sie aber auf jeden Fall dabei. Wie funktioniert die denn? Okay, das ist interessant. Hätte jetzt eher bei dem Namen des Levels damit gerechnet, dass ich die neue Waffe als Hauptwaffe kriege, aber wobei das natürlich auch wieder interessant ist, das als Hauptwaffe, dass man einfach nur diesen bleibenden Staub im Endeffekt hinterlässt. Ja. Magnet Missile hat keinen Bock, hä? Nee, Magnet Missile, ich weiß offen gestanden nicht, woran das liegt, dass Magnet Missile manchmal keinen Bock hat zu funktionieren. Also das Level bisher, es hält nicht unbedingt, was es verspricht, um es mal so zu sagen, ne? Schreibt sich den Namen der Dame auf die Fahne, von der die neue Waffe wohl kommt. Und ach ja, und Mega Mario ist natürlich auch ein Mega Man Fangame, das irgendwann einmal auf diesem Kanal erscheinen wird, keine Frage. Aua. Was kriegen wir denn dafür, wenn wir uns hier durcharbeiten? Ah ja, einen Energietank. Dankeschön. Ja, versteht schon, wie das gedacht war. Aber das ist halt ein Magnet-Missile-Level. Das hat nichts mit der neuen Waffe zu tun. Ich sehe bisher auch keinen Anlass dazu, die neue Waffe einzusetzen. Also, naja, es ist auf jeden Fall ein Level, das halt die so ein bisschen die Neuheiten darstellt. Ach komm, Booby Trap, wirklich? Okay. Okay, das ist jetzt. Verdammt. Das ist jetzt eine Referenz, die kann ich jetzt gar nicht mal so schlecht finden, weil die kam plötzlich, die kam unerwartet. Und einfach mal die Boobeam Trap als. Ja, guck mal hier plötzlich, tada! Boss aus Mega Man 2.
Das hat halt... Es ist halt kein kompletter Level-Nachbau, das ist halt einfach nur so ein kleiner Rampenwinkel, guck mal. Das ist für Leute, die es halt erkennen können. Und das kann ich dann halt auch, wenn ich sonst immer sage, Nachbauten sind was Schlechtes, aber in dem Fall ist es halt einfach nur so ein kleiner, nostalgischer... Ja, so ein kleines nostalgisches... Ey, guck mal. Einfach nur so ein... Ey, guck mal, Spieler, kennst du das? Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Das gefällt mir. Hat gerade so ein bisschen Angst, dass mich die Plattform da oben rein befördern könnte, aber nein. Alles gut. Nee, Magnet Missile hat nach links einfach ab und zu keine Lust zu funktionieren. Nee, aber das Level ist soweit solide. Wie gesagt, es ist halt nicht das, was es sich auf die Fahne geschrieben hat, aber... Es ist kein schlechtes Level. Absolut nicht. So, und ich gehe gerade so ein bisschen über die Doppelzeit drüber, aber was soll's. Was soll's. Ich habe euch auf Mega Maker warten lassen. Gut, man muss halt dazu sagen, es ist nach wie vor ein Lust- und Laune-Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Lust und Laune heißt halt, es hat im Vergleich zu den Hauptprojekten geringere Priorität. Also wenn's die Entscheidung gibt zwischen Mega Maker aufnehmen und Hauptprojekt aufnehmen, dann hat Mega Maker da einfach die höhere Priorität. Dann wird im Zweifelsfall Mega Maker das Hauptprojekt aufgenommen. Was ich auch interessant finde, ist, dass Magnet Missile tatsächlich so schnell angreifen kann. Ja gut, da hast du dir so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ich hoffe aber, dass wir alsbald tatsächlich ein Level vorfinden werden mit der neuen Waffe als Hauptwaffe. Weil die... Ja, es ist wieder so eine reichweitenbegrenzte Waffe, aber sie hat halt wieder eine spezielle Eigenschaft. Und wenn man diese spezielle Eigenschaft ordentlich in einem Level umsetzt, ja, das ist halt mal wieder so eine kleine... Ach komm, jetzt übertreib's halt nicht wieder mit dem Leben. Was haben denn manche Leute damit? Ist das der Weg, bei dem der... Aha, ja, da ist leider was verbockt worden, fürchtig. Okay. Hallo Sniper Joe, der vor dem Tor wartet, vor der Dschungelfestung, die jetzt plötzlich da ist. Basis, Basis, Basis. Ach, guck mal, hier Dschungelfestung. Mit Magnet Missile, Schwäche. Ganz ehrlich, ich verstehe gerade nicht, was der Titel soll. Das Level war solide. Hat sich schön gespielt. Aber das hat halt mit dem Titel... Cherno Passmark. Das hat doch damit nichts zu tun. Das hat doch damit nichts zu tun. Von... Nee. Darf ich jetzt nicht unterstützen, dass da jemand was anderes in den Namen, was in den Namen schreibt, was fürs Level nicht relevant ist. Das will ich nicht unterstützen. Gut, dann würde ich aber an der Stelle sagen, das war Mega Maker für heute. Ich hoffe, euch freut es, dass zum Ausgleich eine bisschen längere Folge kommt. Mal schauen, ob die nächste auch wieder länger wird. Ich überlege es mir. Aber wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.